Die alte Flashgame-Kiste. Herzlich willkommen zurück zur alten Flashgame-Kiste, Folge 3. Und wir machen etwas, was ich eigentlich nicht machen wollte, aber wir machen es trotzdem. Und zwar kehren wir zurück zum Spiel, was ich beim ersten Mal vorgestellt habe. Das war Ultimate Assassin 3. Und dieses Spiel ist so gut angekommen bei euch. Ich glaube, es gab einen Kommentar, der gesagt hat, mach doch noch einen Part. Ich habe gesagt, yes, machen wir. Sofort. Auf jeden Fall. Denn ich finde dieses Spiel auch großartig und es macht mir großen Spaß. Und darum bin ich dafür zu haben, noch das weiter zu spielen, denn es ist ja relativ umfangreich, haben wir ja schon gesehen im ersten Teil der ganzen Sache. Das wird jetzt auch ein bisschen kompliziert zu beschriften, weil ich ja jetzt sozusagen weil ich jetzt ja den ein bisschen leiser. Okay. Ich spiele ja jetzt das zum zweiten Mal und das heißt Ultimate Assassin 3 und das ist Folge 3, also es wird definitiv verwirrend im Titel. Aber ihr habt ja schon drauf geklickt, von daher kann euch das egal sein. Wir machen weiter mit Normal. Ich weiß nicht, wie weit das noch geht, ob ich es überhaupt noch schaffe, wesentlich weiter und so, das wird sich alles zeigen. Ich brauche auf jeden Fall nicht erklären, was man hier alles machen kann. Kurz nochmal die Tastenbelegung checken, das funktioniert blendend. Hervorragend und freue mich, wenn ihr neu dabei seid, aber vermute, dass ihr, wenn dann auch den ersten Part gesehen habt. Und begrüße euch dementsprechend zurück und hoffe mal, dass wir ähnlich erfolgreich das Ganze gestalten können. Da haben wir schon mal einen Kill, das ist gut, aber jetzt wird es sehr schwer, nehme ich an. Weil die Leiche müsste doch entdeckt werden von einem linken Polizisten, oder? Komisch. Oh mein Gott. Das war direkt mal richtig knapp. Aber hat soweit funktioniert. Von daher, das Anfängerglück ist mal wieder auf unserer Seite, auch wenn wir heute gar nicht angefangen haben, aber naja. Ja, was bleibt mir noch zu sagen zu diesem Spiel? Es ist wirklich, also es ist eigentlich ein sehr ungewöhnliches Flashgame, auch dass wir überhaupt einen zweiten Part davon machen können. Diese Umfangreichigkeit ist eigentlich nicht typisch für ein Flashgame, kann man sagen. Normalerweise ist das nach 20 Minuten oder sowas komplett auserzählt. Das war dumm, das werde ich nicht machen, da muss ich jetzt ein bisschen gedulden. Kann sein, dass die Level etwas länger dauern werden jetzt auf diesem schwierigen Modus. Upsi, auch das ist nicht gut. Aber das ist schon eins der Premium-Games, kann man sagen. Und sehr oft wird es das nicht geben, dass ich... Oh je, habe ich verloren? Das könnte es gewesen sein. Bis jetzt noch nicht? Oh Jesus. Oh. Scheiße. Ja... Kommt der andere auch noch dazu? Der hätte mich fast gesehen. Was war das denn für ein cooler Move? Ja, das war's. Bei mir hat es auch kurz gehangen, darum war ich nicht so reaktionsschnell. Ich meine, das seht ihr auch, wenn es bei mir hängt, wahrscheinlich. Aber ja, es ist jetzt eben schwieriger. Wir haben jetzt schon 4 Wachleute hier. Das ist nicht mehr alles so ganz so unbeschwert in den ersten Leveln, wo ich einfach durchrushen konnte. Dementsprechend kann man da durch? Ja, da kann man durch, ne? Krass. Der Weg ist ja viel entspannter, hier gibt es viel mehr Seitenwege und so. Das funktioniert trotzdem nicht. Ja, jetzt geht er nach oben. Der grüne Mann. Ach, irgendwie komme ich nicht so richtig weiter, weil die Wachleute sich auch gut mitbewegen. Ist ja relativ zufällig, habe ich ja schon gesagt, die Bewegungsmuster sind nicht immer gleich. Jesus Christ. Scheiße. Das war knapp. Das war echt knapp. Ich glaube, ich bin nicht richtig auf Rennen gekommen. Darum... hat das nicht so ganz hingehauen.
Aber eigentlich war das gar nicht mal so schlecht. Es war natürlich relativ riskant gespielt mit diesem sehr offensichtlichen Kill. Also mir war fast klar, dass ich entdeckt werde. Aber ich war dann auch nicht so gut abgesichert für den Fall, dass ich dann entdeckt werde, was natürlich eigene Dummheit war. Ja, das kann ich nicht erwarten. Manchmal überlegt man sich dann doch noch mal jetzt vielleicht oben lang. Das kann clever sein. Hier zum Beispiel, man kann ja relativ schnell durch, wenn da niemand wacht. So, was ist mit ihm? So, auch das ist jetzt eigentlich nicht schlecht. Die Leiche wird wahrscheinlich gleich entdeckt. Ja, da ist sie. Aber hier oben ist halt wenig los. Dann brauche ich jetzt mich eigentlich nur hier hinter dieser Kiste zu halten. Ich hoffe, sie gehen nicht nach oben. Huh, auch das war sehr knapp. Aber man sieht schon den klaren Schwierigkeitsanstieg. Von daher dauert das jetzt alles ein bisschen. Ich glaube, es war das zweite Level erst, was wir jetzt heute geschafft haben. Ah, shit. Oh, shit. Okay, das war dumm. Eigentlich. Ja, wobei manchmal ist es auch nicht so schlecht, wenn man erwischt wird. Weil sich dann halt sehr viel, sehr schnell bei den Wachleuten ändert. So, dass sich jetzt zum Beispiel der Gang sehr schnell freigemacht hat. Aber auch da war es wieder sehr, sehr knifflig und kritisch hinten. Und jetzt stellen die mir hier alles zu. Habe ich ja auch nicht viel von. Wie können die denn zu dritt gerade in dieser kleinen Ecke da sein? Das gibt's doch nicht. Jetzt wird die Leiche gefunden. Ich werde hier gesehen? Das ist physikalisch nicht ganz einwandfrei. Komisch. Ja, das ist jetzt bitter, aber. Ja. Doch, da kann ich doch direkt schon. Na, ich dachte, ich könnte schon durchsprinten. Ganz so leicht war es aber nicht. Und ist es auch noch nicht. Ach. Sie checken nicht, dass ich hier bin. Okay, das ist interessant. Ich meine, man sieht meine Fußspuren, offensichtlich. Aber das reicht denen noch nicht. Das Loch, in dem wir entfliehen können, ist oben rechts. Puh, auch das, wenn ich da nochmal gesehen werde, so dann wird es auch spannend. Oh, jetzt haben wir was Spannendes. Das ist ja fast eine Referenz hier an Bomberman von der Map. Kann man so sagen. Sehr interessante Idee. Wie wird das zu spielen sein? Das frage ich mich natürlich. Gibt nicht wirklich Verstecke oder sowas. Jesus Christ. Jetzt wird die Leiche wahrscheinlich straight entdeckt. Nein! Wir schaffen es noch vorher. Weil das hätte nochmal eine Schwierigkeit bedeuten können. Eben war es ja auch sehr knapp in der Mitte bei Mord, die Leiche. Also die Leiche war noch keine, bevor sie ermordet wurde, aber ihr wisst, wie ich es meine. Wir haben jetzt auch mittlerweile, also hier haben wir jetzt wieder vier Polizisten oder Wachleute, aber eben waren es tatsächlich ja fünf. Ich wage auch ganz schön viel in diesem Let's Play, finde ich. Also wenn ich es privat spiele, bin ich da manchmal echt vorsichtiger. Das war sehr dumm, oder? Habe nicht wirklich was erreicht jetzt mit der Aktion. Ups. Aber irgendwie bin ich relativ riskant unterwegs. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, dass man ein bisschen was sieht. Auch wenn es schief geht. Ah, da jetzt muss ich wieder den Umweg nehmen. Und das macht auch keinen Sinn. Doch, jetzt, ja, jetzt hätte ich unten bleiben sollen. Das darf nicht wahr sein. Ja. Man muss den richtigen Zeitpunkt auch dann abwarten können. Und das kann ich gerade nicht. Also jetzt. Gut. Das sah relativ gut aus. So richtig schnell ging es nicht, aber zumindest wurde weder ich noch die Leiche gesehen. Okay, wow. Bisschen viele Versprecher gerade. Ich löse das im Schnitt, das Problem. Da wird jedes Wort, jeder Vokal wird nochmal geschärft, geschleift. Ihr werdet davon nichts mitbekommen.
immer schön, wenn man dann auch den Gegenbeweis direkt hat. So, wow. Ist der ausgewichen gut oder bin ich einfach sehr schlecht drumherum gelaufen? Ich glaube, letzteres. Ja, das ist jetzt gar nicht gut. Ja, das war's. Nicht so gut. Hat nicht gerade funktioniert. Jetzt, wie viele Wachleute haben wir denn hier? Fünf, ne? Fünf tatsächlich. Okay, jetzt ist er unbewacht. Und wie kommen wir da jetzt so schnell hin? Ich will eigentlich, bevor die Leiche gesehen wird, aber das könnte schwierig werden. Scheiße! Ja, und da haben wir es jetzt mal gesehen. Ja, wow, darum verliere ich sogar am Ende. Das Loch ist nicht zu betreten, wenn die Leiche gefunden wurde. Und in dem Fall war das ein großes Verhängnis. Ich war ja fast drin. Aber dann, nicht. Das ist relativ dankbar. Es gibt mehrere Wege. Man kann den einzelnen Wachmann hier einfach umlaufen. Die Leiche liegt sehr prominent in der Mitte, muss man sagen. Also ich gehe fast davon aus, dass sie gefunden wird. Ja, jetzt gleich wird sie gefunden. Das ist nicht gut. Genau davor hatte ich Angst, dass ich dann halt, wenn sie gefunden wird, nicht mehr schnell genug reagieren kann. Also, ja. Es ist so ein bisschen, ich meine, man wartet ja nicht, bis man die killt. So, man killt sie zum erstbesten Zeitpunkt, wenn es geht. Darum, scheiße. Darum ist es so ein bisschen, man wird ja nicht taktisch killen an einem Ort, wo es ungefährlich ist. Jetzt wird es entdeckt. Hätte ich vielleicht schon vorher was tun können. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das müsste reichen, oder? Nice. Die Prädikate sind mir nach wie vor egal, ich weiß. Es ist natürlich immer ganz schön, sowas dann auf 100% zu machen, aber ich habe da kein Interesse dran. Ich meine, man sagt ja auch nach einem Mord selten. Aber wenn ich das mal unter 30 Sekunden geschafft hätte, das sind dann. Das spielt dann nicht die große Rolle, würde ich fast sagen. Und jetzt gehe ich mal sehr viel Risiko und es klappt. Mitten durchs Feld. Und diesmal habe ich alle Prädikate, wenn ich gerade mal davon rede. Ja, fünf Leute wieder. Ich glaube, drunter wird es jetzt nichts mehr. Okay, komplett Risiko. Alles egal. Na, alles egal natürlich nicht, aber in dem Fall dachte ich, haut es hin. Das hat mir sehr viel gebracht, wie man sieht. So, und ich verstecke mich jetzt hier, weil die Leiche wird offensichtlich gefunden. Ja, ich habe eine Sache nicht bedacht, denn wenn der da vorbeigelaufen wäre, wäre er auch in mich reingelaufen und hätte mich dadurch sichtbar gemacht und mich dann erschossen. Darum dachte ich mir, im letzten und zu späten Zeitpunkt, wie sich dann rausgestellt hat, ich orientiere mich jetzt hier nochmal um von meinem Versteck, aber das war natürlich dann keine kluge Idee. Auch wenn die Idee, sich da zu verstecken, relativ vorausschauend war. So. Das ist jetzt auch ein gutes Beispiel für die Dummheit der Wachmänner. Denn man sieht ja offensichtlich, jetzt verblassen sie langsam die Blutspuren zu mir hin. Danke, ich dachte schon, er geht rein zu mir. Hat aber nicht gemacht. Risiko, Risiko, Risiko. Nice. Ja, eine launige Runde. Ich weiß gar nicht. Level 10 steht unten. Wir haben mit Level 2 heute angefangen. Also geht doch ganz gut voran eigentlich. Bin relativ zufrieden, wobei jetzt auch schon eine Viertelstunde Aufnahmezeit auf der Uhr steht. Also man merkt, es ist alles ein bisschen behäbiger. Okay, hier gibt es gar keinen Durchgang. Ich dachte, hier kommt man durch. Stimmt aber nicht.
Okay, umschifft mich weiträumig, das ist nett. Das ist nett. So. Ich sprinte um ihn herum. Ja, jetzt laggt es hier wieder rum. Das ist natürlich nicht so schön. Ich riskiere es einfach mal. Das war das Dümmste. Das Dümmstmögliche in der Situation. Ich hätte es ja gehabt, wenn ich einfach noch 10 Sekunden gewartet hätte. Weiß jetzt auch nicht, warum ich das... Naja. Naja. So ist es manchmal. Ja, das bringt mir wenig. Da unten ist ja die volle Mannschaft mit dabei. Das war auch im letzten Moment. Ah, Scheiße. Okay, doch. Doch, oben rum. Und jetzt hoffen, dass die Leiche nicht mehr gesehen wird. Aber wird das was? Wird das was? Ja. Gut. Fast alle Prädikate erreicht. Ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Ich habe jetzt Prädikate gesagt. Es bleibt dabei. Aus Versehen auf Rennen gekommen, statt auf Verstecken. Aber der hätte mich auf jeden Fall gesehen. Und solche Maps mag ich ja sehr gern. Weil hier sehr viele so Geheimgänger und sowas sind. Und Verstecke. Cool und durchdacht auf jeden Fall das Ganze. Und jetzt habe ich die Chance. Und muss dahin, wo sie alle chillen. Ja. Unangenehm. Man muss auch sagen, das ist eins dieser Spiele, wo also unsichtbar machen und Rennen liegen auf den Tasten X und Y, die ja auf der X und Z, ne, glaube ich. Und auf der amerikanischen Tastatur sind die genau nebeneinander, aber auf der europäischen ja nicht. Und das ist immer so ein bisschen blöd, weil die Tastenbelegung sich nicht ändert für Europa. Und das ist auch so ein klassisches Flashgame-Problem eigentlich. Und dadurch man die Hand so ganz unangenehm verkrampfen muss. Zu so einer ganz unnatürlichen Haltung, weil das Z an der Stelle des Ys ist und so Sachen in der amerikanischen Tastatur. Ich hoffe, man checkt grob, was ich meine. Ich drücke mich gerade sehr schwerfällig aus. Ja, jetzt wird sie gefunden. Das dachte ich mir schon. Puh, Jesus. Sehr knapp. Und jetzt hatten wir das auch mal. Da habe ich mich denkbar dumm positioniert mitten im Gang und wurde dann einfach angelaufen. Und da hat der Wachmann bemerkt, oh, hier ist doch was im Unsichtbaren. Und merkt, es ist ein Mensch, der sich offenbar unsichtbar gemacht hat. Wie auch immer der das gemacht hat, ist natürlich sehr fortschrittliche Technologie. Faszinierend. Umso wichtiger scheint es zu sein, diese grüne Person zu töten. Ja, ich interessiere mich gerne auch mal für so die Lore dahinter, aber es ist in dem Fall leider schwer zu sagen. Das hat relativ gut geklappt. Was hier vorgefallen ist, so mit dieser... Was ist das für eine Mission? Was hat die grüne Person, was wir haben wollen? Und warum läuft sie alleine in einem Kistenlager herum? All diese Fragen stellen wir uns. Und können sie nicht beantworten. Tragisch. Tragische Geschichte. Also in diesem Part werden wir nicht mehr das komplette Spiel schaffen. Das ist, glaube ich, relativ klar. Dazu ist es doch zu aufwendig hier, das alles zu schaffen. Ich frage mich, ob wir den normalen Modus noch packen können. Das könnte hinkommen. Ach, er kommt natürlich hier rein. Nee, okay, er überlegt es anders. Danke. Ah! Okay, das hätte er checken können. Und er checkt's. Okay, gut. Ja, die komische Handhaltung wollte ich eigentlich noch ansprechen. Das ist wirklich sehr, sehr beschissen. Ich weiß auch nicht, warum man sich dann ausgerechnet die Taste überlegen musste, die
Die einzige, die ja umgelegt ist von der amerikanischen zur europäischen Tastatur. Warum die dann immer für Flash-Games wichtig ist. Also, wahrscheinlich könnte man das auch irgendwie in der Tastenbelegung jetzt manuell alles wechseln, aber das mache ich natürlich nicht, um den authentischen Flair zu haben einer komplett verkrampften Hand, die einfach dazugehört beim Flash-Games spielen. Och Mann, jetzt steht doch nicht alle so nervig in der Gegend. Die verteilen sich gerade wirklich extrem gut, muss man sagen. Es gibt kein Durchkommen und alles, was ich tun muss, ist natürlich warten. Die grüne Person spawnt da halt echt auch an einem Punkt, wo man einfach nicht gut hinkommt. Was passiert hier? Jesus Christ, schon wieder. Manchmal werde ich auch zu spät unsichtbar oder so. Aus dem Grund, wirklich, dass. Okay. Hoffentlich wird das ungesehen noch hinhauen. Puh. Aus dem Grund, dass ich die Tasten einfach nicht treffe. X und Z sind so weit voneinander weg. Also seht mir das bitte nach. Es ist manchmal nicht leicht für uns Europäer. Ob man das so verallgemeinert sagen könnte. Ja, das war extrem dumm und riskant gespielt. Und zu Recht sterbe ich dafür. Aber ich kann es gerade nicht so richtig abwarten, weil hier natürlich wieder mal die Wachleute sehr gut platziert stehen. Auch der eine, der bei mir bewegt sich einfach nicht. Manchmal haben die diese Animation, dass sie auf der Stelle laufen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ob das so eine Art Step Aerobic ist oder so. Könnte ich mir vorstellen. Müssen ja auch fit bleiben, ne, in dem Job. Klar. Klar. Wollen wir nicht drüber reden. Sehr körperlicher Job, Wachmann. Wohingegen die grüne. What? Ich kann hier rein? Ist das Absicht? Man kann sich in Kisten verstecken? Ist das auch da oben so? Werde ich da nicht gesehen? Nein, da ist es nicht so. Scheiße. Hä? Warum ist es denn hier so? Dammit. Das ist ja scheiße, dass ich jetzt wegen sowas. Jetzt läuft das nicht schnell genug ab. Hä, das wusste ich nicht. Also, das ist ja offensichtlich auch kein valides Feature des Spiels. Ich weiß aber nicht, warum man hier rein kann, ehrlich gesagt. Sehr interessant. Naja. Ich wollte sagen, die grüne Person hat ja offenbar keinen so wichtigen Job. Ich weiß nicht, was genau. Wie gesagt, die Lore ist mehr als rätselhaft. Für mich zumindest. So, jetzt könnte ich mal. Na, nein, könnte ich nicht. Jetzt sind sie da alle links. Das ist sehr nervig. Das ist sehr, sehr nervig. Muss ich mich wieder unsichtbar machen? Ach komm! Ja, wow, das ist nicht fair. Ich verstecke mich in der Ecke und er läuft einfach rein. Da hatte ich jetzt wirklich keine Chance zu überleben, muss man mal ehrlich sagen. So, wieder wird gesteppt. Oh, in doppelter Hinsicht, ne? Step Aerobic erst und später steppe ich den Mörder. Wow. Das. Ja. Hat sich gelohnt, dass ich den jetzt erklärt habe. Da oben geht's auch rein. Scheiße. Ah, zu spät, zu früh. Wie auch immer. Ich will dann halt auch immer meine Leiste sparen. Also nicht den Knochenleiste, sondern diese Leiste, die jetzt abläuft. Weil ich natürlich eventuell noch länger unsichtbar sein muss, wenn die dann ihre Taschenlampe auf mich richten. Aber das kann einen manchmal auch das Leben kosten. Ja, okay, er kommt. Ne, er kommt nicht raus, aber.
Er läuft da relativ frei rum. Jetzt stehe ich hier natürlich super offensichtlich. Und läge rum. Nein, komm schon, ich will leben. Ach, scheiße. Ach Mann, das ist echt kein leichtes Level, muss ich mal sagen. Da steht leider nicht, welches Level es ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht leicht. Man muss natürlich auch sagen, es ist eine Sache, dass ich natürlich schnell sein will. Aber ich muss ja auch einfach schnell sein. Ne? Man sieht ja unten, ich habe nur 3 Minuten Zeit, um das Level zu vollenden. Und in denen will ich natürlich, oder muss ich es ja einfach schaffen. Ich weiß auch nicht, warum man mir dann nicht mehr Zeit gegeben hat. Mir als Assassinen jetzt. Weil auf die 3 Minuten, warum kommt es auf die auch noch an? Also es sind alles diese Fragen, die man sich stellt, wenn man das Spiel spielt. Ah, scheiße. Damit. Ja, und wieder hat es nicht geklappt mit der Unsichtbarkeitstaste. Wow, an dem Level beiße ich mir richtig die Zähne aus gerade. Ich erinnere mich nicht daran, dass das so schwer war. Muss ich sagen, es gab andere Level, an denen ich oft gescheitert bin. Aber das scheint tatsächlich bei jedem Spielen eben auch anders zu sein. Dadurch, dass das Bewegungsmuster ja auch anders ist, der Wachmänner. Aber, oder ach Menschen, wir wissen ja gar nicht, wie es Geschlecht hier haben. Aber, weiß jetzt auch nicht, was ich noch sagen wollte. Ist auch nicht wichtig. Wahrscheinlich. So, jetzt wäre es mal gut, wenn du abhaust. Genau, aber jetzt kommt der andere schon wieder. Das ist ja nervig. Dreht euch mal beide um. Bitte, 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 bitte. Haut ab, haut ab! Scheiße, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Warum ist denn das so kompliziert gerade? Ja, oben ist auch wieder alles bestens bewacht. So, zack! Und Jesus, ich stehe mitten im Gang. Ja. Es tut mir sehr leid, das ist gerade ein frustrierendes Level, auch für mich. Ich komme nicht so richtig von der Stelle. Okay, den haben wir schon mal hinter uns gelassen. Ja, dieser Mittelpart ist immer schwierig zu überbrücken, da ist immer irgendjemand drin. Ja, okay, aber der grüne Typ kommt uns jetzt echt mal entgegen. Puh, Jesus, das war wieder. Das sollten wir als Geschenk auch aufnehmen. Oh nein, oh shit, oh nein. Oh Gott. Bitte, geh weiter, ja. Okay. Scheiße! Wieso hat er mich nicht gesehen? Renn, 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 renn! Jesus, dass das geklappt hat. Hätte ich nie gedacht. Nein, es ist wieder ganz am Anfang. Dammit. Macht das Sinn, jetzt hier unten zu gehen? Oder sollte ich einfach so lange warten, wie es geht? 2 Minuten habe ich noch auf der Uhr. Das ist relativ komfortabel. Boah, das nervt diese Lags. Es tut mir echt leid. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich vermute, es ist einfach ein sehr altes Spiel und darum. Also es ist ja ein sehr altes Spiel. Scheiße, die Leiche ist entdeckt. Das macht meinen Job ungleich schwieriger. Wobei ich hier unten relativ gut bei der Sache bin. Ja, warum sage ich es überhaupt? Ja, es tut mir mega leid. Also ich bin gerade echt nicht so richtig gut bei der Sache. Also bei der Sache schon, aber mir gelingt einfach nicht zu fliehen. Getötet habe ich ihn ja schon mehrfach, aber ich fliehe dann nicht. Ach, dammit, ich will jetzt auch nichts mehr riskieren gerade.
musste ich jetzt mal. Nein, was? Ich dachte, ich hätte es. Das darf nicht wahr sein. Nein, 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 hört auf, hört bitte auf. Jesus Christ, das darf doch alles nicht wahr sein. Wieder die Taste nicht getroffen. Es tut mir jetzt ehrlich leid auch langsam, weil das ist jetzt nicht wirklich mehr professionell, das Ganze. Wir haben die halbe Stunde auch schon voll. Ich denke mal, das ist dann das letzte Level bis jetzt. Ich glaube, es gibt ja 15 pro Runde, oder? Weiß ich gar nicht. Ob es 15. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viel das ist. Vielleicht 12. oder sowas. Also, falls ihr noch Bock habt nach dem Part, der leider sehr verfehlt ist, können wir ja da so eine kleine Serie draus machen. Könnte ein eigenes Format sein. Aber. Wow, fair play. Ja, manchmal, ich meine, wenn er so stehen bleibt, jetzt hier der linkeste Wachmann, dann habe ich auch keine Chance. So, ich meine, er bleibt natürlich nicht so stehen, aber er könnte ja. Theoretisch. Und das ist super dankbar. Okay, wow. Das ist echt sehr dankbar, auch wenn die Leiche wahrscheinlich gleich gefunden wird. Oh Gott, nein, da steht ja einer. Dammit, 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 dammit. Gar nicht gesehen. Ach, und jetzt wird die Leiche gefunden. Ja. Wow, mit dem Move habe ich echt nicht gerechnet. Jetzt bewegen sie sich alle weg. Bitte du auch. Jesus Christ. Oh mein Gott, Leute. Wir haben es. Wir haben es tatsächlich. Ich gehe mal zum Main-Menü. Oh ne, es sind 25. Das war jetzt aber Level 14. Ach, hier steht auch immer, was man geschafft hat. Das ist ja interessant. Eins probieren wir auch. Komm, jetzt will ich auch nochmal Skill liefern. Das sieht doch relativ einfach aus hier mit so vielen versteckten Gängen und Orten. Das ist jetzt aber wirklich das Letzte. Dann, dabei soll es dann bleiben. Und ich weiß nicht, ob wir dann wirklich noch einen Part machen, weil man sieht ja, der Skill lässt nach langsam. Also falls ihr Bock habt, schreibt das natürlich gerne. Aber ansonsten gibt's nächste Woche, nein, nicht, ja, wer weiß, mal gucken. Aber nächste Folge auf jeden Fall wieder ein neues Flash-Game. Also natürlich kein neues, aber ein anderes Flash-Game stelle ich vor. Ich muss mir noch überlegen, welches. Ich habe noch ein paar in der Pipeline sozusagen, die ich gerne noch zeigen möchte, die auf jeden Fall zu meinen persönlichen Klassikern gehören. Ja, warum nicht? Hier mal durchskippen. Das laggt ordentlich natürlich. Weiß nicht warum. Und ja, seid gespannt weiterhin, was ich aus der alten Flash-Game-Kiste noch zauber. Aber eventuell, es soll ja durchaus ein Community-Format sein, also vielleicht ist ja mal hier der ein oder andere oder die ein oder andere. Boah, das war extremes Risiko, was ich nur gegangen bin, weil es gelaggt hat und ich sozusagen mehr Zeit hatte und es leichter wurde. Aber normalerweise sollte man das nicht machen. Okay, wow. Ich dachte, er hat mich schon wieder, weil er in mich reinläuft. Aber er läuft nicht direkt in mich rein. Glück gehabt. Ja, und dann spielen wir es nochmal ordentlich zu Ende, bevor ich zur Abschiedsform mir ansetze. Vielleicht etwas verfrüht das Ganze. Aber der Weg ist relativ nice. Da ist er. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben, glaube ich, trotzdem, auch wenn das jetzt das sehr viele Versuche schon gebracht hat, ganz gut was geschafft. 14 Level heute in der jetzigen Folge auf normal. Geht natürlich noch besser. Aber wir sind auch ein schönes Stück weitergekommen und mal gucken, ob es noch weitergeht oder ob das jetzt erstmal reichen soll fürs Showcase. Wie gesagt, nächste Folge gibt es was Neues zu sehen. Was Neues, Altes und ich bedanke mich fürs Zuschauen.